Hallo, mein Name ist Luigi Spangenberg. Ich komme aus Ingolstadt, Bayern in Deutschland und bin ein Cannabispatient. Offiziell bei der Bundesopiumstelle in Bonn angemeldet und habe die Genehmigung dazu. Und hier kommt mein folgendes Interview. Ich leide unter Schlafstörungen, Magen-Darm-Reiz-Syndrom, Knoten im Dünndarm, Fructose, Intoleranz, Laktoseintoleranz, posttraumatische Erlebnisse von der Metzgereilehre, idiopathische Epilepsie und Gehbehinderung. Ich leide seit 17 Jahren unter Schlafstörungen. Magen-Darm-Reiz-Syndrom habe ich auch seit 17 Jahren. Knoten im Dünndarm auch seit 17 Jahren. Fructoseintoleranz seit 2 Jahren. Laktoseintoleranz seit 2 Jahren, posttraumatische Erlebnisse seit 13 Jahren, idiopathische Epilepsie seit 13 Jahren, Gehbehinderung seit 13 Jahren. Folgende Symptome treten bei Schlafstörungen auf: Unruhe im Kopf, ich denke ständig über so ziemlich alles nach, vor allem über meine Krankheit und die Behandlung der posttraumatischen Erlebnisse von der Metzgerlehre. Ich bekomme den Kopf vor lauter Gedanken nicht zur Ruhe. Beim Magen-Darm-Reiz-Syndrom habe ich ständig Bauchkrämpfe und dazu kommt Übelkeit sowie Verdauungsstörung und Erbrechen wie Durchfall. Knoten im Dünndarm sind mittlerweile chronisch und tragen Appetitlosigkeit bis zum starken Gewichtverlust. Medikamente habe ich bekommen mit 16 Jahren. Folgende: Antiepileptika. 14 Stück. Die ersten. Tegretal. So, folgende Nebenwirkungen: Doppelzehn, Augen zittern, Blickstarre, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Teilnahmelosigkeit, Wahrnehmungsstörung, Durchfall, Verdauungsbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Koordinationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Schwindel, zunehmende Erregbarkeit, zur Wut, Zittern, Sprachstörung, Abgeschlagenheit, Denkstörung, Schlaflosigkeit und Verstopfung. Die zweite Tablettensorte war Genacrono. Davon hatte ich Kopfschmerzen, Schwindel, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Benommenheit, Augenzittern, Bewegungsunsicherheit, Haarausfall, nervliche Missempfindungen, Sensibilitätsstörungen, Blutbildveränderungen, Verhaltensstörungen, Verdauungsstörungen, Magenschmerzen, Ohrgeräusche, Tinnitus, Einnässen, Standunsicherheit, Anfalls, starke Zunahme. Dann kam Lamotrigin. Davon hatte ich Schlafstörungen, Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bewegungsstörung, Muskelzucken, Ticks und Rückenschmerzen. Nun kamen wir zu Frisium. Davon hatte ich Mattigkeit, Schwindelgefühl, Atemschwäche, Muskelerschlaffung, Überempfindlichkeitsreaktionsvermögen, Muskelschwäche, verwirrt, Sprachstörung, Magen-Darm-Beschwerden, Anstieg der Leberwerte, Verstopfung und wieder mal Schlafstörung. Dann kamen wir zur Mirtazepin.